Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Heute entwerfen wir mal einen Vorgartenschneemann, denn in letzter Zeit ist so viel Schnee gefallen, dass ein bisschen was übrig geblieben ist, um mal einen zu bauen. Und für unser Vorgartenschneemann brauchen wir einfach mal, würde ich mal sagen, holen wir uns ein paar Quarztreppen raus, davon noch mal ein paar Blöcke, dann holen wir uns noch eine Karottennase raus, vielleicht ein paar Knöpfe für unseren Schneemann, denn natürlich noch ein Zylinder darf nicht fehlen, da benutzen wir natürlich noch ein bisschen Faden dafür und dann holen wir uns noch ein paar Holzstufen. Wenn wir alles zusammen haben für unseren Vorgartenschneemann, würde ich mal sagen, legen wir gleich mal los. Für unseren Schneemann brauchen wir natürlich 3 Kugeln. Wir fangen erstmal unten mit der dicksten an. Da würde ich mal sagen, machen wir ein Feld von 3x3, natürlich mit Treppen, und dann machen die erstmal umgedreht. Darauf platzieren wir jetzt eine komplette Quarzblockschicht. Und zu guter Letzt machen wir oben nochmal einfach das gleiche wie unten und platzieren jetzt einfach Treppen rauf. Wieder in der Mitte machen wir natürlich noch einen Block. Schon haben wir die dickste Kugel fertig. Jetzt kommen wir zu der zweiten. Da setzen wir erstmal oben 2 Blöcke rauf und machen jetzt jeweils an den Seiten unten eine umgedrehte und oben eine normale Treppe. Zu guter Letzt machen wir oben noch die letzte und kleinste Kugel drauf. Da machen wir einfach nur einen Block hin. Wenn wir denn die Kugeln fertig haben, können wir jetzt langsam entscheiden, wo unser Schneemann hingucken soll. Ich würde mal sagen, so ein bisschen schräg vorm Eingang wird das Ganze passen. Da setze ich mir jetzt erstmal, würde ich mal sagen, vorne eine Nase ran. Hier einfach die Karotte reingesteckt. Dann noch ein paar Knöpfe für die Augen und dann können wir schon gleich ein Hütchen draufsetzen. Zack, machen wir einfach so einen kleinen Zylinder rauf. Das Ganze möchte ich auch gerne ein bisschen überstehen lassen. Da brauchen wir jetzt natürlich auch ein bisschen den Faden. Hier müssen wir ein bisschen nähen. So zack, zack, zack. Nehmen wir uns das Ganze. Hier lasse ich auch hier ein bisschen so überstehen. So können wir den Schneemann natürlich nicht lassen. Wir müssen hier noch ein paar Ärmchen verpassen. Da nehmen wir uns einfach mal ein paar Holzstöcke und stecken die an der Seite rein. Und fertig ist unser Vorgartenschneemann. Ich hoffe, er gefällt dir. Ich würde sagen, so kann man es erstmal ein bisschen lassen. Auf die Weihnachtszeit ist man schon so ein bisschen vorbereitet hier. Auch auf die Winterzeit haben wir schon mal hier einen schönen Schneemann. Ich würde sagen, wir hören uns dann zu einer anderen Folge wieder. Dann stelle ich mich hier vor unseren Schneemann Safety hin und wünsche viel Spaß beim Nachbauen.